Was können wir Schönes machen? Oh, wir haben eine... Ich würde sagen, es ist Zeit für Eve. Denn ich habe zwar... Ich bin zwar viel mit den Attainted-Charakteren unterwegs, aber was ich immer ganz gerne vergesse, ist, es gibt auch viele reguläre Charaktere, mit denen mir einiges fehlt. Unter anderem viele reguläre Charaktere, die seit Rebirth da sind. Versuchen wir mit der Eve irgendwas zu machen. Wir könnten Mega-Satan-Hash machen oder so. Du machst da trotzdem noch jede Woche 2 Dailies, oder? Nein. Ah, wild. Wilde Ausbeute, die ich hier habe. Wie schaltet man die Tainteds frei? Auf dem Weg Richtung The Beast. Wenn man dann Red Key dabei hat oder ein Red Key Piece. So, was will ich von diesem Run eigentlich halten, soweit? Bin mir nicht ganz sicher. Das Stats Reroll hat mich auf jeden Fall sehr enttäuscht. Ich hatte nämlich das Gefühl, da sollte mehr drin sein. Ich müsste bei den Regulären nur noch Jacob und Esau Delirium machen. Es ist sehr fürchterlich. Ja, yeah, Jacob und Esau. Wobei, ich hab ein bisschen was mit Jacob und Esau geschafft. Ich habe mit ihnen Boss Rush, Mega Satan. Ich glaube, habe ich nicht sogar Mother mit Jacob und Esau schon geschafft? Ich glaube, ich bin da gar nicht mehr so schlecht dabei. So, kann ich vielleicht von irgendwo ein Soul Heart haben? Das finde ich eigentlich ganz cool. Ich spüre bei diesem Run gerade gar keinen Schmerz, kann ich euch versichern. Außerdem mich daran, ich sollte ein Ohr noch offen lassen, denn heute sollte noch ein Paket für mich ankommen. Irgendwann zwischen, ich glaube zwischen 10.30 Uhr und 12.45 Uhr oder so. Ist von Hermes und keine Ahnung, wann Hermes zustellt. Paket mit Gamer Juice. Nein, ist tatsächlich ein Schweißblocker, damit ich für euch nicht mehr so sehr stinke. Oder gibt's ein Problem damit? Dankeschön! Das ist viermal sprintender Dinge. Yeah. Yeah. Ich kenne doch meine Dingel-Variationen. Ups. Das heißt nicht, dass ich in der Lage bin, auszuweichen. Das heißt nur, dass ich prinzipiell damit vertraut bin. Die PD ist auch nervig. Da kam irgendwie diese Woche auch was. Der hat es auch einfach nur ins Treppenhaus gelegt. Ich habe ihm die Tür dafür aufgemacht. Da hat er sich gesagt, yeah. Das Treppenhaus. Was okay ist. Ich muss dann nur Schuhe anziehen und runtergehen. Wie ein Höhlenmensch. Das war nicht okay. Gehen wir weiter. Oh Gott, die Bob's Brain Challenge muss ich auch noch machen. Oh, wir müssen generell noch ein paar Challenges machen. Ich glaube, das ist das, was mich so am meisten stört von dem Zeug, was mir fehlt. Die Challenges. Zweites nutzlose Spacebar-Item in diesem Run. Nicht gut. Aber okay, mal schauen. Mal schauen, wo uns dieser Run noch hinführt. Immerhin habe ich eine Range von 7,77. Und ich bin tot. Mal schauen, wo uns dieser Run noch hinführen wird. Ich recht. Immer schön die Augen offen halten. Vielleicht kommt was Interessantes bei raus. Vielleicht aber auch nicht. Bei Hermes musst du aufpassen, dass das Zeug nicht aus dem Auto fällt. Hat dir mal einer geliefert, dessen Hecktür nicht mehr zuging, packt das und dass die Pakete dort rausgefallen sind. Ja, ich denke auf jeden Fall, dass eine Verallgemeinerung in dem Fall sehr sinnig und richtig ist.
Die hassen es, ihre Hecktüre zuzumachen bei Hermes und die Pakete nicht rausfallen zu lassen. Das ist schrecklich. Es ist schrecklich. Ich mag diesen Raum nicht. Lass mich mal eben den Goldraum suchen. Das ist das Ziel des Runs. Mir fehlt tatsächlich einiges mit Eve, aber im Idealfall Mega-Satan. Ich habe das Gefühl, das Problem an meinen Eve-Runs ist immer dadurch, dass ich relativ früh auf wenig HP gehe. Habe ich immer die Problematik, dass ich nach kurzer Zeit entweder keine Leben mehr habe oder keinen Schaden mehr ausrichte, weil ich nicht mehr bei niedrigen HP bin. Spider-Bite ist okay. Okay, im besten Falle. So, Little Horn. Nein! Ich habe so sehr gehofft, dass er noch länger langsam sein wird. Bis er sich mit der Bombe selbst in die Luft sprengt. Wisst ihr was? Dass sie die Herzen mitnehmen? Keine verkehrte Sache, damit kann ich noch in den Cursed Room gehen. Wir haben eine Bombe. Die will ich nicht. Okay, zwei Bomben. Das bedeutet, ich kann noch in den Secret Room schauen. Oh oh. Tears down. Amnesia. Nee. Ich hatte schon bessere. Dieser Cursed Room war ebenfalls ziemlich verzeppe die Wortwahl, aber kacke. Mir ist kein stumpfes Schimpfwort eingefallen, deswegen habe ich mich einfach für die harmlosere Version von Scheiße entschieden, welche in dem Fall einfach kacke war. Passt dabei zu den Gegnern und yo, Petrified Poop! Oh, dieser Run hat Potenzial. Ab jetzt kann alles passieren. Zum Beispiel könnte ich ein Herz mitnehmen, das ich nicht haben will. Nein! Oder ich könnte einen Schlüssel mitnehmen, den ich eigentlich nicht will. Yo, Squeezy! Oh, wir haben Potenzial. Wir haben Pupenzial. Oh, komme ich damit ran? Oh, wir bekommen alles. Was eine Ausbeute. Drei Soul Hearts. Okay, das ist gut. Ich wollte gerade sagen, jetzt muss ich nur noch ein paar rote Herzen im Devil Deal loswerden, aber kann ich nicht. Wir müssen auf Angel Deals gehen. Das ist wichtig, das darf ich nicht vergessen. Man nennt mich auch den Run-Aktivierer, vergesst das nicht. In manchen Teilen des Internets werde ich so genannt. Hauptsächlich in Athletik-Foren, aber nicht, dass ihr davon was verstehen würdet. Manchmal frage ich mich, wie das Leben wäre, wenn man in irgendwelchen seltsamen, super spezifischen, obskuren Foren unterwegs ist. Ey, ich glaube, das wäre das gute Leben. Mit einer guten Forum-Signatur. Die irgendwas Seltsames ist, was mit dem Forum zusammenhängt. Irgendein Spruch, den man vor 20 Jahren mal geschrieben hat. Sowas wie 10 Meter Läufer sind absolut impotent. Und das sage ich dann immer als meine Signatur. Denn ich will, dass Leute wissen, dass ich das geschrieben habe.
dann streite man mit irgendwelchen alten Forum-Leuten darüber, dass irgendwelche Neulinge die Suchfunktion nicht verwenden. Ich meine, sie verwenden die Suchfunktion. Es ist nur nicht so einfach. Man muss ja auch, die Suchfunktion ist die eine Sache, man muss ja auch noch nach den richtigen Begriffen suchen, um es zu finden. Oh, der Thread wird jetzt hier erst geschlossen. Ich will nicht schon wieder über das Badehosen-Innennetz diskutieren. Okay, interessant. Interessantes Item für den Goldraum. Ich vermisse die alte Foren-/Schüler-VZ-Zeit. Ich habe das Gefühl, das eine ist relativ unabhängig vom anderen. Wahrscheinlich der gleiche Zeitraum. Interessantes, gutes Item. Ich traue mich nicht, es einzusetzen. Ich bin nämlich auch so stark genug. Oh, und es geht los. Es geht los. Meine Hure von Babylon gleitet mir aus den Fingern. Und womit verbringt ihr Ostern? Au! Ich hoffe auch mit der Hure von Babylon. Denn ich kann euch eine Sache sagen. Da steht er direkt wieder auf. High five. Was? Versteht ihr? Das war ein Pimmel-Joke. Ich verstehe es nicht. Klär ich dir, wenn du älter bist. So 4-Jahres-Subs oder 4-Jahres-Sub oder sowas. Dann können wir darüber reden. Zwei Soul Hearts und die Fähigkeit, über Stacheln zu laufen. Das nenne ich eine gute Ausbeute. Nein, das ist wirklich eine gute Ausbeute. Das nicht so sehr. So, warte, lass mich mal kurz nachschauen. Jetzt bin ich nämlich paranoid. Wo wir gerade von Huren von Babylon reden. Was ist mit meinem Paket? Wann kommt das heute? Creep und... Oh, ich kann auch über Creep damit laufen. Das wusste ich nicht. Das heißt, der Schwabbel, der hat gar nichts gegen mich auf Lager. Er kann nichts machen. Sendung befindet sich in der Zustellung zwischen 10.45 Uhr und 13.45 Uhr. Das heißt, frühestens in 5 Minuten kommt es an. Oh, Moment. Ich hab doch die besten Socken der Welt. Yeah, ich nehme gratis Soul Heart mit, warum? Habe ich kein Problem mit. Ich meine, in dem Fall ist die Angabe in 3 Stunden Zeitfenster. Ich denke, das ist für Zustellungsverhältnisse... Oh, das war knapp. Ich denke, dafür ist das relativ... ich denke, das ist angemessen genau, ehrlich gesagt. Man kann bestimmt genauer noch nachschauen, wenn man auf Tracking geht und sowas, aber so wichtig ist es mir nicht. Sie soll sich was daran ändern kann. Au! Ich will nur wissen, ob ich mich darauf gefasst machen muss. Was heute bei mir ankommt, wäre übrigens mein, oder ist mein, Sega Master System. Was, ich habe mein Game Gear Video nämlich wieder als Ausrede genutzt, um mir was, um mir eine weitere Sache zu kaufen. Ich denke, das Master System wird super cool. Zum einen. Zum anderen. Was war das andere? Was ist in dem ominösen Paket? Ich habe es gerade schon gesagt. Ich wollte noch irgendwas anderes sagen. Ich habe es vergessen.
manchmal sind einfach zu viele Gedanken in meinem Kopf, versteht ihr? Oh, stört mich gerade. Was wollte ich sagen? Hast du schon die Tarnisch-Chars gesehen, meinst du Tainted? Oder ist irgendwas von der Mod? Außerdem von Seth Kero, 11 Monate, Resub, wie viel lieben Dank. Will ich mir ein Gameboy Micro zulegen für die vollständige GBA-Sammlung? Nicht wirklich, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Aber ich habe sehr große und klumpige Hände. Und das ist ein Problem, wenn man auf extrem winzigen Handhelds spielen will. Oh, warte, das ist super gut. Warte, das ist super gut. Yo. Das ist fantastisch. Der Game Boy Micro hat super Bildschirm. Ja, yeah, das weiß ich. Ah, ich kann nicht gratis in Cursed Rooms rein und raus, oder? Mit den Socken. Das weiß ich. Nein? Okay. Ich dachte, Entschuldigung, war mein Fehler. Ich dachte, das Item wäre für irgendwas gut. Oh mein fucking Gott. Sacrificial Dagger hat mich gerettet. Sack Dag ist immer für mich da. Natürlich ist es rot. Ist immer fucking Gabriel. Ich hatte früher in der Klasse in der Grundschule einen Gabriel. Ich mochte ihn nicht. Und wenn ihr die Hoffnung habt, dass die Geschichte noch weitergeht, dann muss ich euch leider enttäuschen. Denn das ist das Ende. Oh Gott. Oh, ich weiß, was ich erzählen wollte. Ich weiß es wieder. Pass auf. Mir wurde heute ein Tweet vorgeschlagen. Oh, lass mich noch den Super Secret Room suchen. Ich weiß nicht, wo er ist. Mir wurde heute ein Tweet auf Twitter vorgeschlagen. Das war aus der Kategorie Spiele. Und zwar war es einer von Razer. Ihr wisst schon, die epische Gaming-Hardware machen. Und es war so ein Tweet, zwar mit so einer Frage. Shit, was war der Wortlaut? Ich habe irgendwo einen Screenshot davon gemacht, weil ich es wirklich ein bisschen faszinierend fand. Oh ja. Welches Game kannst du ab und zu selbst 10 Jahre nach Release noch zocken und Spaß dabei haben? Welches Spiel macht 10 Jahre nach Release denn noch Spaß? Ich bitte euch, Razer, blamiert euch nicht. Warum sollte ich ein Spiel spielen, das 10 Jahre oder älter ist? Absoluter Cringe-Moment. Und das war mein Beweis dafür, dass die Zielgruppe für diese ganze RGB-Gamer-Sachen, dass das einfach nur Kinder sind. Mein endgültiger Beweis dafür. Wusst ihr, dass GTA 5 fast 10 Jahre alt ist? Ich hasse ja die Aussage, macht mich ein bisschen sauer mit dem Wortlaut. Welches könnt ihr spielen und dabei noch Spaß haben? Als ob Spiele auf magische Art und Weise besser werden würden. Oh Gott. Okay, wir haben ein Spielproblem. Viele Leute haben diese Mentalität. Ich meine, ist mir klar, dass viele Leute ein bisschen komisch sind bei sowas, aber fucking Razer, das soll wohl so ein relatable Tweet sein. Es war eine wirklich komische Aussage.
Oh Gott. Warum ist meine Range so niedrig? Das ist nicht gut. Dieser Raum killt gerade den Run. Okay, wir nehmen das. Und dann nehmen wir das. Ich halte mir die Möglichkeit offen, eventuell noch ein Soul Heart zu kaufen. Also von Alkoholiker 69, 2 Monate Resub und von Yaseko 25, nur 28.404 Monate. Okay, das war glaube ich alles, was ich verpasst habe. Vielen lieben Dank. Da unten will ich nicht rein. Oh Gott. Ich muss wirklich ein bisschen aufpassen, ich war viel zu unvorsichtig. Ich will keine roten Herzen. Kommentare unter den Tweets sind schlimmer. Nein. Gut, die Leute antworten dann mit irgendeinem Spiel, das nicht vor 10, nicht die letzten 10 Jahre rauskam, was die meisten Spiele sind, die existieren. Pokémon X und Y ist keine 10 Jahre her. Es kam 2013 raus. Und nicht 2012. Das weiß ich, weil, oder kam es sogar 2014 raus? Vielleicht sogar 2014. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich damals schon Videos gemacht habe, als das rauskam. Ich glaube, es war 2013. Und daher weiß ich das. Wir waren im Goldraum, wir waren im Shop. Gehen wir zum Boss. Oh nein. Abrisskugel, rette mich! Dankeschön! Dankeschön! Das lief gut! Möchte ich einfach mal anmerken. Gehen wir einfach weiter. Viele sagen halt Minecraft Punkt Punkt. Warum das Punkt Punkt? Minecraft ist das meistverkaufte Spiel der Welt. Und es ist älter als 10 Jahre. Ich denke, es ist statistisch absolut zu erwarten, dass das viele Leute nennen. Ich will das Herz. Ich kann das Herz mitnehmen, was soll's. Oder ist das noch so eine Minecraft ist kacke Situation, worauf es hinausläuft? Diese komische Wikipedia-Liste mit den meistverkauften Spielen ist super fake. Sicher. Die Liste ist super fake, weil sie einfach Tetris als das meistverkaufte Spiel irgendwie listet, aber bei Tetris aus irgendwelchen Gründen alle Versionen dazuzählen lässt, was absolut keinen Sinn ergibt. Es gibt keinen Sinn, das sind verschiedene Spiele, auch wenn sie Tetris heißen. Ergibt absolut keinen Sinn. Fucking Taschenrechner-Version von Tetris ist nicht die Gameboy-Version. Warum würde man die zusammenzählen? Es ergibt keinen Sinn. Dumme Liste. Dementsprechend ist Minecraft die logische Antwort. Dass tatsächlich das gleiche Spiel ist, nicht nur den gleichen Namen hat. Wir können auch alle Pokémon-Editionen zusammenzählen. Nein, es werden Pokémon-Editionen zusammengezählt. Rot und Blau und sowas. Das Sinn ergibt, weil es das gleiche Spiel ist. Necropolis 1. Oh, fuck.
Der alte Mögi hat ein Problemi. Bleib da, wo du bist. Yes! Oh mein Gott. Das hätte schief gehen können. Yes! Schach ist auch das gleiche Spiel. Es gibt natürlich viele Spiele, die verkauft werden, die einfach nur Schach heißen. Sehr Fritzo, so eine Scheiße. Oh Gott. Bei Tetris gibt es viele Releases, die den gleichen Namen haben, aber es ist trotzdem nicht das gleiche Spiel. Ich glaube, ich will noch in den Shop schauen. Ich habe keine Ahnung, was Fritz und fertig ist. Aber ich denke, es sind nette Schachspiele. Ich habe keine Ahnung. Ich spiele Mensch, ärgere dich nicht, wie jeder, der irgendwie Respekt vor sich selbst hat. Der Trick dabei ist es, sich nicht zu ärgern, auch wenn man verliert. Apropos. Oh. Was? Ich habe jetzt Konstantorf Babylon aktiv und der Deadbird auch. Okay. Ist ein bisschen stark. Aber nehme ich mit. Nehme ich mit. Oh Gott. Ich habe die Tage ein bisschen zum einen. Ich habe Drawn Together einige Folgen geschaut, wozu ich sagen muss. Weil ich will ein Video machen. Ein gutes, altes, was wurde aus Drawn Together? Haben wir uns die Frage nicht alle gestellt. Wisst ihr was? Die Serie ist tatsächlich... Sie ist gut. Ich dachte, sie wäre heutzutage super scheiße, aber nein. Ich denke, es funktioniert immer noch. Zum einen. Zum anderen. Ja, Spanky Ham ist nicht wirklich mein Lieblingscharakter. zum einen. Zum anderen. Ja, aus gleichen Gründen habe ich auch ein paar Mr. Bean Folgen geschaut. Und wusst ihr, dass Mr. Bean einfach ein kolossales Arschloch ist? Wusstet ihr, dass Mr. Bean ein kolossales Arschloch ist? Einer Szene. Ich meine, er ist immer super gemein zu Kindern. Einmal, da waren sie in so einem kleinen, keine Ahnung, so einen kleinen Arcade, was auch immer, mit so einem Münzschieber-Spielautomaten. Und weil ich nicht wollte, dass der kleine Junge daran spielt, hat er ihm das T-Shirt über den Kopf gezogen, ihn dreimal im Kreis gedreht und weggeschubst. Und dann hat man einfach nur gehört, wie alles geklirrt hat. Das war schon sehr toxisch vom alten Herrn Bohne. Der gute alte Genickzwirbler. Das war eher eine Drawn Together Sache, aber Mr. Bean ist nicht weit davon entfernt. Und ich meine mit Mr. Bean natürlich das Original. Die Animationsserie war durchschnittlich. Es war eine durchschnittliche Serie. Ich will nicht sagen, dass sie scheiße war, aber ich will doch nicht sagen, dass sie wirklich gut war. Einfach durchschnittlich. Oh oh. Hagalas. Nicht wirklich Verwendung dafür, aber... Oh. Oh. Okay. Ich will das. Oh, das ist jetzt auch markiert, was man bekommt. Schau euch das an. Schau euch das an. Oh, das ist das Leben. 4 Soul Hearts. Ah, ich würde fast sagen, ich nehme das... Pass mal auf. Wir setzen es in Wurm 1 ein, würde ich sagen. Ich habe nicht mehr wirklich Verwendung für die Rasierklinge an dem Punkt. Warum erkunde ich eigentlich die Ebene? Denn ich habe Birthright und ich bin, egal wie viel... Oh ja, ich verliere ein bisschen Damage wegen Adrenalin, aber an sich
Würde ich fast sagen, ich behalte meine Herzen. Außer von Volt, Junge. 55 Monate Resub. Wie viel lieben Dank. Zuerst habe ich mich immer gefreut, wenn die lief, weil Mr. Bean, und dann habe ich immer weggeschaltet, weil es langweilig war. Meinst du die Animationsserie, oder? Bei mir lief es nämlich ähnlich. Ich meine, ich habe sie mal wieder mal angeschaut, aber es war nie eine Sache, wo ich mich jemals drauf gefreut hätte oder so. Der originale Mr. Bean war schon überlegen. Und wie ich gelernt habe, ist der YouTube-Upload von, der generell wahrscheinlich neuere Releases von, es gibt mindestens eine Zensur. Und zwar, es gibt eine Szene, da sägt Mr. Bean aus irgendwelchen Gründen, I found pills. Er sägt aus irgendwelchen Gründen einen Teil von seiner Wand weg und nimmt dann den Teil und setzt den woanders rein. Das ist dann die Punchline dahinter. Und einer der Witze daran ist, dass er einfach durchsägt. Und das Zeug auf der anderen Seite nicht abgehangen hat, die Bilder oder sowas. Das heißt, er sägt ja zum Beispiel durch das Telefonkabel oder durch verschiedene Bilder. Und der hat von Pile Royals auch Bilder an der Wand hängen. Und einer der Royals, dem Mr. Bean den Kopf absägt, ist eine gewisse Prinzessin, die zu dem Zeitpunkt lebendiger war als kurze Zeit später. Und dementsprechend, wenn man das anschaut, den YouTube-Upload davon, der Schnitt endet kurz bevor er den Hals von der Prinzessin Diana erreicht. Und dann, ich glaube von Charles, sägt er den Kopf ab. Und danach, man sieht halt in der späteren Szene noch, dass in der Tat, dass nur noch der Kopf von ihr hängt, aber den Schnitt selber, den haben sie... Ich verstehe, warum sie es rausgenommen haben. Ich denke, das ist eine gute Idee, aber fand ich interessant. Ich dachte mir, ich habe es halt gesehen und ich dachte mir, oh nein, er wird das jetzt nicht tun. Und er hat es nicht getan. Das Ziel in diesem Run ist Megasatan. Wir haben auch schon den Schlüssel. Das heißt, wir sind gut unterwegs an der Front. Sabine kann die Zukunft vorhersagen wie bei den Simpsons. Oh Gott, die Simpsons sahen die Zukunft voraus, Sache. Das ist so dämlich. Ich hasse das Konzept davon. Es gab nämlich... Ich glaube, das Schlimmste daran ist, dass eins der super viel geteilten Bilder davon, wo die Sims die Zukunft voraussagen, ist einfach die Szene aus der neuen Folge, wo Trump irgendwie bei so einer Treppe oder so steht und sagen sie so, oh ja, das ist dann wirklich passiert. Ja, weil die Folge eine Anlehnung an dieses Ereignis war. Ich meine, ja, sie haben ihn öfter erwähnt in älteren Folgen, aber es gibt ein Beispiel davon, welches super populär ist, und das ist einfach nur ein Teil aus der neuen Folge, es ergibt gar keinen Sinn. Das Schlimmste. Wo ich allerdings sehr stark dahinter stehe, ist die Aussage, das war auch South Park, das gab es schon bei den Simpsons. Denn egal was passiert, egal welche Lebenslage, immer denkt man sich, oh ja, es gab mal eine Simpsons-Folge, wo das passiert ist. Das passiert ständig. Zum Beispiel Royals misshandeln. Ja, yeah, haben sie absolut gemacht. Es gab eine Folge, wo Lisa gesagt hat, dass Trump vorher Präsident war. Ja, yeah, er hat auch zur damaligen Zeit Sinn ergeben. Ist nicht so, als ob Trump irgendwie von einem Tag auf den anderen plötzlich in die Politik eingegangen ist. Er war seit vielen Jahren, ich glaube, er war irgendwie Teil von so einer Drittpartei oder sowas, die damals, für Aufsehen gesorgt hat, und deswegen haben sie sich gesagt, oh ja, das wäre doch lustig. Und deswegen haben sie es erwähnt. Generell waren wohl einige von den Simpsons-Writern Fans von ihm zur damaligen Zeit, was ironisch ist, weil als er Präsident wurde, haben sie sehr viel schlecht über ihn geredet, aber in den 90ern haben sie sehr oft gut über ihn geredet. Das heißt, ja, wenn man die älteren Folgen anschaut, es gibt sehr viele Trump-Erwähnungen aus irgendwelchen Gründen. Kannst du übrigens immer noch über Stacheln laufen? Ich vertraue dem Ganzen nicht.
Ich vertraue dem Ganzen nicht. In den 90ern hat er auch dem alten Kevin noch geholfen. Das waren Zeiten. Die Szene wurde auch raus. Das wurde auch zensiert. Das Home Alone, was ich persönlich dämlich finde, aber okay. Was auch immer. Ich meine, ich sehe warum, aber gleichzeitig... Komm schon. Das macht die Szene ehrlich gesagt sehr viel unterhaltsamer. Du machst YouTube doch über 10 Jahre, oder? Nein. Ich bin bei etwas über 9 Jahren. Nächsten Januar erreiche ich mein 10-jähriges. Paralysis ist so eine unnütze Pille. Es ist nicht so, als ob man Pillen random einsetzt, während man im Raum mit Gegnern ist. Ich bin immer super schlecht darin, irgendwelche Specials oder sowas zu planen. Ich hatte nämlich auch vor, dass ich für, das habe ich sogar öfter erzählt, dass ich für Dickmere mit zum 50.000 Abonnenten ein paar Ideen hatte, was ich als nettes kleines Special machen konnte. Ich wollte zum Beispiel auch die zwei Burger bestellen, wieder dazu ein Sequel machen quasi. Ich habe nichts davon gemacht. Und jetzt schaue ich drauf und dann denke ich mir auch 50.800 an dem Punkt ist schon auch sehr spät dafür. Und ja, es wird einfach nie was draus. Moving Box. Ich weiß, wir zahlen einfach ein. Oh, der hat eine Menge Bargeld. Nochmal nur Flyker-Toast essen. Vielleicht. Dieses Wochenende kommt das Video mit der Fischstäbchen-Pizza, wo ich auch sehr früh dran bin. Und ich habe noch eine Schmuggli-Schmökerstunde. Über eine Bravo von 75. Was macht Moving Box? Ich glaube, damit kann man Items, die in einem Raum sind, einpacken und dann im anderen wieder auspacken. Yep. Kann bestimmt hilfreich sein. Ich weiß nicht gerade für welche Situation, aber für irgendwas bestimmt. Man kann keine Items mitnehmen, sondern Consumables. Klingt jetzt erstmal so, als ob es ein kleinlicher Unterschied wäre, aber es ist ein gewaltiger Unterschied. Items sind doch was ganz anderes. Man kann auch Items mitnehmen. Weil wirklich? Dann ziehe ich das zurück. Ha. Ist es nützlich für irgendwas? Ich habe absolut keine Ahnung. Ha. Ist bestimmt irgendwann für irgendwas nützlich? Ich hätte übrigens gern Devil Deal, glaube ich. Oh oh. Ich bin nicht gut im Umgang mit dem Haufen. Ganz recht. Shit! Ich habe kein Klopapier gekauft. Oh nein. Oh nein. Oh. Fuck. Oh, hoffentlich kann ich nach dem Stream noch, noch welches auftreiben. Oh. Wortwörtlich shit. Nein. Geh einfach duschen, mache ich jetzt auch immer so einfach als BD benutzen. Ich meine, ich habe Küchenrollen da. Welche natürlich? Ich weiß. Sie sollten da nicht rein, sie sollten nicht runtergespült werden, weil sie sich nicht auflösen und so weiter. Ist mir bewusst. Aber, wir nehmen das negativ mit. Ja, warte, das ergibt keinen Sinn. Wir nehmen das Polaroid mit. Ich will nämlich meine 4 Gratis-Items. Aber ja, man sollte sie nicht runterspülen, aber... Siehst du, wie es ist? 2 HP-Ups, wirklich? Ich meine, es ist gut, aber ey.
Vielleicht hat der Rossmann noch offen, wenn ich fertig gestreamt habe. Könnte ich da noch schnell rüber düsen und Okay, wisst ihr was? Ich überlege gerade, ob ich kurz... Ich muss wirklich nicht weit laufen dafür. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht kurz eine 5-Minuten-Pause einlegen will, um mir fucking Klopapier zu kaufen. Das wird sonst nicht schön über die Feiertage. Warum bekomme ich 2 Boss-Items? Ach so, weil ich 2 auswählen kann. Sind beide fürchterlich. Pass auf, nach dem Run werde ich kurz selber einen Run machen. Hast du gar keins mehr? Richtig, ich habe gar keins mehr. Ich werde nach dem Run kurz selber einen Run machen. Sollte maximal 5 Minuten dauern. Und dann bin ich wieder zurück. Ich denke, das ist ein Plan. Die haben Klopapier in Drogerien, oder? Sollten sie. Haben sie bestimmt, ja klar. Okay. Ich habe danach nie geschaut, muss ich gestehen. Ich hatte das Glück, dass ich bisher noch nie in die Situation kam, wo ich das machen musste. Bis heute. Ah Gott. Rossmann hat Kackpappe. Das ist das, was ich hören wollte. Einfach das dickere Video anmachen in der Pause. So lange bin ich nicht weg. Ist wirklich sehr nah. Das Hauptproblem ist, dass ich mir noch eine richtige Hose anziehen muss. Das ist das, was am meisten Zeit kostet. Hättest du mal gehamstert? Yeah. Ich meine, ich habe jetzt 50 Liter Sonnenblumenöl da, aber womit will ich jetzt mal den Notduft abwischen? Darauf wurde ich nicht vorbereitet. Hast du schon mal von einem Fan gesagt bekommen, dass du eine sexy Glatze hast? Ja, ich habe viele unlustige Glatzensprüche gelesen im Laufe der Jahre. Keine Sorge, jeder Witz wurde bereits 5-mal gemacht. Half down. Das ist nicht schön. Oh Gott. So, wir sind schon bei Wurm 2. Wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Und sich über Klopapier austauscht. Das bringt absolut nichts. Solange It Lives nicht zum Brimstone übergeht, sollte ich ziemlich sicher sein. Du hast den Bart gekürzt, steht ja. Dankeschön. Habe ich letzte Woche gemacht. So. It Lives. Du erinnerst mich gerade daran, Klopapier zu bekommen. Du sollst also besser sterben. Oh, der Angel Deal. Fucking Urne. Das bringt mir doch nichts. Du weißt, nein, die Urne ist okay. Ich wünschte nur, ich hätte ein bisschen mehr Damage als 5,8. Kann es sein, dass ich nicht ein Damage-Up im Laufe dieses Runs bekommen habe? Wäre das denn die Möglichkeit? Das heißt, die Vase ist wahrscheinlich ziemlich gut im Kampf gegen Isaac. Das Auge? Oh ja, das wird nicht als Stat angezeigt, aber ja, stimmt. Stimmt, die eine Träne ist, ich glaube 25% stärker oder so. Vielleicht kann ich mir auch, wenn ich dann kurz bei Rossmann bin, mir noch irgendein Getränk mitnehmen. Vielleicht eine Eistee. Das wäre das Leben. Danke, Sacrificial Dagger.
Ah ja, ich muss noch auf das Paket. Oh, das Paket. Ich meine, ich sehe ja, wenn der Fahrer da ist. Ich denke, ich werde trotzdem gehen. Ich sehe ja, wenn das Auto vom Hermesmann in der Straße steht. Dann sage ich, hey, Bruder, wie sieht's aus? Hast du ein Paket für einen hast du ein Paket für den Bruder, der gerade Klopapier kaufen war? Hermes ist der Götterbote, vergiss das bitte nicht. Hermes ist ein guter Name für ein Lieferunternehmen. Möchte ich einfach mal anmerken. Ja, nehmen wir mit. Die Tür ist eh kaputt, du kannst einfach rausholen. Die ist immer kaputt. Ja, yeah, das wird die Sache noch weiter erleichtern. Das schon, das Lieferunternehmen ist shit. Mögen Leute Hermes nicht? Fand Hermes, ich habe eigentlich immer ziemlich okay Erfahrungen mit Hermes gemacht. Hatte nie wirklich Probleme. DPD kann ich nur nicht leiden. Das Gefühl, DPD-Fahrer sind einfach konstant. Sie legen einfach konstant Dinge einfach draußen am Briefkasten ab. Ich glaube, es sind inzwischen auch mehr als nur eine Person, die das macht. Und das mag ich nicht. Das mag ich überhaupt nicht. Au. DPD ist ja schön und hat einen Live-Tracker. Manchmal hat bei mir auch DHL den Live-Tracker. Aber manchmal auch nicht. Das ist ein bisschen... Ich habe es noch nicht ganz verstanden, wie das funktioniert. Manchmal sagen sie sich, ja klar, du kannst live nachverfolgen, was unser Lieferant macht. Manchmal sagen sie sich, was, spinnst du oder so? Das geht dich gar nichts an. Kannst du geschätzte Uhrzeit haben? Yes. Nehme ich mit. Das ist auch ein Damage ab. Acid Baby. Denn Acid Baby und das Spewing Baby sind zwei verschiedene Jungs. Sache, die ich immer vergesse. Full Health! Ich habe noch nie bei McDonald's bestellt. Irgendwann sollte ich das mal machen. Wenn unser Lieferant bei Mac ist noch einen Cheeseburger holt, dann ist das seine Sache. Ich meine, ich sehe, warum man kein Live-Tracking wirklich von den Lieferanten ermöglicht. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen... Das Gefühl, damit gibt man unzufriedenen Leuten zu viel Macht. Denn da sitzen die scheiße Tracker und sagen, seht ihr, da habe ich doch... Ich saß die ganze Zeit da und habe es beobachtet. Und der ist da woanders hingefahren. Was soll denn das? Man denkt sich, halt doch die Schnauze. Kann man das Paket jetzt an oder nicht? Vor allem stelle ich mir vor, wenn dann der Lieferant da ist und dann dieser fucking Typ, der für 2 Stunden vor dem Tracker saß, der sagt dann, Entschuldigung, ich habe gesehen, dass sie eine Mittagspause gemacht haben und ich muss mich doch sehr wundern, wo mein Paket dann nicht früher ankommt. Oh, Sam von der HD The Hunter. 23 Monate. Resub. Vielen lieben Dank. Oh, warte, was für Fick ist das? Warte mal. Warte, wie schon angekündigt, hier eine kleine Spende für die vielen Jahre an Unterhaltung. Immer noch vielen Dank, du bist toll. Ah ja, das war das.
Stimmt, du hast mir geschrieben. Oh Gott, viel lieben. Das ist super viel. Dir meine kleine Spende für die vielen guten Jahre. Haben wir so spät vorgelesen. Immer noch vielen Dank. Es ist super viel. Viel lieben Dank. Oh, zwei Items. Yes. 160. Ich glaube, das ist die höchste Spende der letzten 24 Monate. viel lieben Dank. Au. Ey. Telepills. Habe ich nicht wirklich Interesse dran. Habe ich eigentlich Guppy's Tail? Nein, ich habe Guppy's Eye. Dann gibt es heute sogar das vierlagige Klopapier. Wir werden sehen, was sie da haben. Ich will euch nicht zu viele Hoffnungen machen. Ich hoffe, sie haben Zewa ohne Pappröhre drin, denn ich sag's euch. Sie haben es da. Denn ich sag's euch, das ist das Klopapier meiner Wahl. Es ist weicher als die anderen und da ist so viel mehr drin, weil sie keine Pappröhre haben. Das ist der Stoff. Ich weiß gar nicht, wie viele Lagen das hat, aber es ist trotzdem der Stoff. Warte, ist es überhaupt von Zebo oder ist es von Tempo? Ich nehme gern feuchtes Klopapier. Feuchtes Papier sollte man eigentlich auch nicht runterspülen. Das heißt, das ist auch nicht allzu optimal. Feuchtes kann man. Mann! Kann man oder wollen die da oben nur, dass du denkst, dass du das kannst? Aber ja, feuchtes Klopapier ist unangenehm. Vor allem ist es kein Klopapier. Das ist eigentlich eher für Schminke. Ah, ich verstehe, dass man als Mann ein bisschen verwirrt ist und sich sagt, oh, das ist genau das, wonach sich meine Backen gesehnt haben. Ich glaube, das ist auch ein bisschen so für Perioden und sowas. Feuchtes Klopapier ist für den Hintern, mein Gott. Ich sehe schon. Ich habe die Full Health Pille noch dabei, yeah. Ich muss sagen, mir fehlen ein bisschen die interessanten Items in diesem Run. Muss ich beschämterweise zugeben. Mogi hat keine Ahnung von Luxus für die Rosette. Das ist kalt. Fangen wir mal damit an. Das ist unangenehm. Das ist mega. Nee. Zu kalt. Abgesehen davon fühle ich mich, wenn es untenrum kalt und feucht ist, habe ich nicht das Gefühl, dass ich mein Geschäft erfolgreich beendet habe. Ich habe das Gefühl, dass der Moment, an dem ich noch Klopapier holen sollte. Erfrischendes Gefühl für die Bäckchen. Kann ich nicht zustimmen. Keine Sorge, jeder hat mal einen Shit-Taste. Du hast mir gestern noch irgendwas erzählt von irgendeiner Diskussion mit irgendeiner Smash or Pass Undertale-Liste, wo es irgendwie darum ging, ob jemand zu jung ist. Von dir werde ich mir gar nichts erzählen lassen. Will ich einfach nur sagen.
Klopapier aus der Dose existiert bestimmt. Für irgendwelche Zwecke. Feuchtes Klopapier und dann mit normalen Trocknen. Das sind mir zu viele Arbeitsschritte. Zu viele Arbeitsschritte, um einfach nur dieser Tätigkeit des Ab... was will ich sagen? Abwischen! Wischen! Ich wollte spülen sein, dachte ich mir, das ist kein Abspülen, des Abwischens nachzugehen. Effizienter Kacker also, klar. Ich stehe auch nicht auf. Ich verbringe auch nicht ewig Zeit auf dem Klo. Es passiert nicht mehr oft, dass ich mein Smartphone mit aufs Klo nehme. Weil ich eigentlich lieber weg von da sein will. Ich weiß, dass für viele Leute auf dem Klo zu sitzen, dass das ihr Thron ist. Aber ich persönlich denke mir, ich habe zu viel für meine Couch gezahlt, auf dem fucking Klo herumzusitzen. Ich weiß, ja, mir erzählt ja nichts. Ich weiß, wann ich Poop einzusetzen habe und wann nicht. Abwischen im Stehen ist mir immer noch. Ist immer noch so ein komisches Konzept für mich. Ich stelle es mir sehr unpraktisch vor. Wer wischt bitte im Stehen ab? Viele. Viele, viele Leute. Mehr als man denken würde auf jeden Fall. Falten oder knüllen. Wer älter als 8 Jahre ist und immer noch sein Klopapier knüllt. Ich weiß auch nicht, hör auf damit. Ich will nicht vorstellen, was du tun sollst, aber du solltest aufhören damit. Doch, ich will dir vorstellen, was du tun sollst. Nicht das. Knüllen, ganz recht. Verstehe ich mal, wie das funktionieren soll. Du knüllst Klopapier und dann lässt du die Kugel ein bisschen durch und nee. Das habe ich gemacht, als ich sehr jung war und dann, weil ich es irgendwie lustiger fand, aber dann dachte ich mir, das ist wirklich dämlich. Weg mit deinen Tränen, Mega-Satan! Mein Damage ist super shit. Schau ich das an. Also irgendwie ist dieser Run da sehr stark daran gescheitert, stark zu werden. Es gibt irgendwie auch so eine Sache, die mir super suspekt ist. Und zwar, dass es gewisse Leute gibt, die darauf bestehen, dass man das Klopapier falsch rum einlegt. Und mit falschrum einlegen meine ich so, dass die Seite, wo das Papier rauskommt, bis sie an der Wand ist. Das ist fucking dämlich. Warum sollte es der richtige Weg sein, das Klopapier an der Wand entlang zu schleifen? Ich habe fucking Tweets gesehen mit Bildern von einem Patent, wo dann steht, oh, seht ihr, man lässt es nicht die Wand entlang schleifen, für alle, die noch Zweifel daran hatten. Wo ich mir dachte, ich hatte zu keinem Zeitpunkt Zweifel daran. Das ist so dämlich. Oh Gott. Seien die nur, um andere Leute zu fertigen. Ich bin mir unsicher. Ich würde es mir wünschen. Die Amerikaner knüllen beim Kack das Papier und wir Deutschen falten es. Das ist Fakt. Warum habe ich es dann früher geknüllt? Willst du mir gerade meine Identität erstreitig machen? Der einzige Vorteil ist, an der Wand entlang zu dingsen, ist, dass man es nur einhändig abreißen kann, da man
im Momentum rasch abziehen kann. Du kannst auch normal einhändig abreißen. Das ist Klopapier. Das ist ziemlich leicht zu zerteilen. Du brauchst keine zwei Hände dafür. Ja, ich hab meine Leben im Blick. Ah ja, die Engel kommen noch. Okay, ist das super stark. Oh Gott. Ich habe gelacht und dann hatte ich meine Nase irgendwie komisch zu und dann habe ich ein bisschen mir die Tränen ins Auge sprühen lassen. Kennt ihr das? Das ist fucking seltsam. Jeder hat die Hände eines Gottes, das merke ich schon. Es gibt noch ein PlayStation 2 Spiel, das vielleicht was für euch wäre. Das heißt Hand of God. Ich habe es nie gespielt. Und natürlich auch eine Waffe in Demon's Souls. Welche ebenfalls die Hand Gottes ist. Oh ja, God Hand. Das andere mit Off, das war mehr der God of War. Und nicht der Hand of God. Aus dem von Lil Assassin Lady. 21 Monate. Resub. Vielen lieben Dank. Okay. Nein, mein Feuer ist weg. Ich wollte gerade sagen, hier macht sich das Feuer ganz gut und dann war es weg. Dieser Kampf wird noch fucking Jahre dauern. Ich habe 19 Damage. Wie kann das so lange dauern? Warum verstecke ich mich nicht einfach hinter der Abrissbirne? So wie jeder andere auch. Hey. Wahrscheinlich, weil es nur manchmal klappt. Yep. Und so werde ich jetzt noch meine Zeit verbringen, bevor ich dann zum Klo... nicht zum Klo. Zum Klopapier rübersprinten muss. Ja, ich mag das Mega-Satan auch nichts. Man denkt sich so, ist das jetzt? Es dauert ewig, oder? Ja, yeah, ja, yeah, es dauert ewig. Der Timer ist unfair, weil ich noch eine andere Hose anziehen muss. Gleich geht's los, beziehungsweise gleich habe ich es geschafft. Wenn ich Pech habe, geht noch ein Portal zu Delirium auf. Und sag Bescheid, wenn du Hose gewechselt hast. Nein, das ist Teil der Herausforderung. Okay. Ich war mir so sicher, ich bekomme jetzt ein Portal. Ich war mir so sicher. Lil Baby? Ist nicht ein Rappername? Okay. Puh, dann würde ich sagen, wir haben den Run überstanden. Das war gut.